Hey, Ostersensternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tank Your Online. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen kleinen Account unterwegs. Wir sind auf der Karte Schießplatz mit der wunderschönen Kombination Freeze, Diktat und der wohl mit Abstand männlichsten Farbe in diesem Game. Saku zu dem Ra! Und ich hoffe, dass ich heute wieder wunderschöne Kampfsituationen euch präsentieren darf. Damit ihr euch am nächsten Tag denkt, oh mein Gott, das ist ja krass. Genau so. Aber ich nehme mir natürlich Sachen zu Herzen, nicht? Die mir halt so geschrieben werden. Außerdem ist mir wieder aufgefallen, danke durch ist mir durch die Kommentare wieder aufgefallen, nur dass ich ja komplett wieder am Squizzeln war, ne? Da war ich so der Swaggy McFaggy in diesem Squizzle Dizzle Manizzleland und hab doch tatsächlich mal wieder das goldige Goldboxfeld übersehen, während ich einfach durch die Karte gesquizzelt, manizzelt, dizzle, schizzelt bin und dann habe ich leider das Feld verpasst. Aber durch die Kommentare habe ich das gemerkt. Leider zu spät, leider zu spät, leider zu spät. Aber gut, kann man nicht ändern. Dafür seid ihr natürlich wachsam, ne? Wachsam seid ihr. Wachsam ihr seid, junge Schüler Padawans. Padawans, alles klar. Das ist doppeldeutig sogar. Ein bisschen beleidigend, aber auch ein wahrer Faktor mit dazu gebracht, geliefert. Also ich nehme das Headset jetzt einfach mal ab, nicht? Brauchen wir nicht, ne? Brauchen wir nicht. Du, der Sound, den kenne ich mittlerweile auswendig, den kann ich auch nachmachen. Wenn es um Soundeffekte geht, dann hätte Tanky mich einstellen sollen. Passt mal auf, ich mach gleich mal die Sounds von der Freeze nach. Die sind richtig. Ihr werdet keinen Unterschied merken. Wahrscheinlich, oder? Jetzt kommt Firebird. Okay, gut, alles klar. Jetzt kommt Donner. Boom! Krass, oder? Das war getimed, ne? Ich habe schon wieder eine Aufgabe fertig. Und zwar die hier. Haha. Wieder mal ein paar Kristalle gegönnt, ne? Aber ich muss natürlich sagen, du Tanky, ja, das wird ja langweilig, ne? Mir wird ja schon vorgeworfen, dass man es mir nicht mehr anmerken kann, dass ich ja keine Lust mehr auf dieses Game habe, dass man mir das schon förmlich aus den Augen auslesen kann, ja? Hier steht drin, ich habe es mir sogar rein tätowieren lassen. Ich habe keinen Bock auf dieses Game, steht hier nochmal, ne? Das geht so links und rechts und quer und runter und hoch und über die Mitte und so weiter und so fort. So steht es da geschrieben. Nicht wahr? Definitiv. Nee, aber ich werde wahrscheinlich neue Spiele testen müssen. Natürlich nicht jedes aktuelle neue Game, was reinkommt, ne? Geht leider nicht. Du, das bietet mir Hartz IV einfach nicht. Deswegen. Vielleicht muss ich Menschenhandel betreiben, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Geld haben. Ja, ansonsten kann ich wahrscheinlich noch irgendwas an die kleinen Kinder ticken oder so. Keine Ahnung, auf dem Spielplatz. Wer weiß. Berlin bietet ja viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, nicht wahr? Vielleicht muss ich auch abends einfach nur an der Straßenecke stehen, an der Straßenseite und vielleicht nehme ich mal jemanden mit. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Ich setze mir eine Perücke auf, lange blonde Haare und dann sehe ich aus wie Heidi Klum, Alter. Bestimmt. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, nee, aber ich werde wahrscheinlich mal wieder andere Spiele zeigen müssen. GTA auf jeden Fall, nicht? Das müssen wir auf jeden Fall zeigen. Was heißt hier wir? Ich. Mir gefällt's, ja. Mir gefällt's einfach, in GTA irgendeine Scheiße zu machen. Deswegen, ich muss mal wieder GTA aufnehmen. Das werde ich auch. Ich weiß noch nicht wann, aber es wird auf jeden Fall mal wieder kommen, ne? Weil das letzte Video ist jetzt auch schon, ich glaube, einen Monat her oder so. Und das davor war jetzt auch nicht gerade so der Brüller. Und das davor hat wiederum ein paar Klicks generiert. Das finde ich super. Also mich kann es jetzt... Huch, der ist da umgekippt. Also mir würde es jetzt nicht viel Last erlegen, auch mal wieder so etwas zu spielen und zu schneiden und wieder Frauen auf das Nötigste zu beschränken. Ja, nee, auf jeden Fall. Es wird ja auch ein wenig gewünscht, ne? Es ist ja auch die Nachfrage da nach neuen Sachen. Und ja, ne, deswegen. Aber mein Herz schlägt weiterhin für dieses Game. Als ob. Nee, was ich auf jeden Fall nochmal machen werde, also bezogen auf Tanky, ne?
Da muss ich euch noch einige Sachen zeigen. Da muss ich euch auch wirklich Sachen zeigen. Ne? Das bin ich euch schuldig, Leute. Das bin ich euch schuldig. Das bin ich der Weltgemeinschaft und der Community natürlich schuldig, euch dies zeigen und präsentieren zu können. Die neuesten Erkenntnisse aus der Medizin, bezogen auf Tanky natürlich. Nein, so oder so ähnlich auf jeden Fall nicht. Nee, aber ich habe etwas zu erzählen und ich kann... Mein Ständer? Nee, Quatsch, mein Mikrofon. Egal. Ich kann mit dieser Qual nicht mehr leben. Ich muss es einfach irgendwann erzählen. Es verfolgt mich seit Tag und Nacht. Jede Nacht wache ich schweißgebadet auf. Und es wird nicht aufhören, solange ich es nicht erzähle. Solange ich nicht reinen Tisch mache und... Ach, keine Ahnung. Passt einfach auf. Ja. Wenn es darum geht, irgendwelche Scheiße zu labern, dann bin ich natürlich immer noch die Nummer 1 schlechthin, nicht wahr? Ist ja klar. Nee, aber ich muss da nochmal echt was sagen. Ne? Ich muss da was sagen. Ich muss hier, ich muss mit erhobenem Finger durch die Community reiten. Und das war das falsche Wort. Ich muss mit erhobenem Finger durch die Community paar Bitch-Slaps verpassen. Nein, seid einfach gespannt, ne? Aber die Scheiße muss wenigstens noch rausgedrückt werden. Weil das Video wird die Scheiße von einigen übelst. Da kommt die Scheiße schon freiwillig raus, ja? Ohne Spaß. Also, so schlimm ist es noch nicht. Nee, aber ich möchte auf jeden Fall was sagen, deswegen aber heute nicht, ne? Erst später, weißt du, erstmal so. Erstmal, wenn es sich so beruhigt hat, ne? Wenn sich die Lage so richtig beruhigt hat. Und erst dann! Hau ich raus, ne? Erst dann kommt die Scheiße raus, du. Und erst dann, dann wird auf einmal wieder, dann heißt es wieder, der hat's ja gesagt. Alles klar. Ja. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was es sein wird. Nein? Ich auch nicht. Nee, aber ich möchte auf jeden Fall wirklich mal was sagen, ne? Ich möchte zu einem speziellen Thema etwas sagen. Und ein Kommentar, habe ich das jetzt gerade gesagt? Nee, ich glaube nicht, keine Ahnung. Schisse mal Nizzle, Dizzle, würde ich sagen. Ein Kommentar fand ich auch lustig. Ich habe ja da gelabert so, es kommt auf die Innen. Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber ich habe ja gesagt, Alter, Leute sind richtig dumm, die ja nur Leute nach ihrem Äußeren beurteilen und so weiter. Und da kam ein wunderschöner Kommentar. Wie war das? Es zählen nur die inneren Werte oder so. Als Zitat, sage ich mal. Ja. Wladimir, Organhändler. Ohne Spaß, ich konnte mich nicht mehr einkriegen, so. Alles klar. Na, immerhin, ne? Immerhin hat der Wladimir bemerkt, es kommt auf die inneren Werte an. Hm? Ist ja klar. Du kannst mit deinen inneren Werten nicht nur überzeugen, sondern auch Geld machen. Ja, auch mit deinen vielleicht, aber auch mit den von anderen. Hey, Werte sind Werte. Ob nun menschliche oder Werte an der Börse, das ist egal. Werte sind Werte. Man muss immer sagen, von welchen man spricht, nicht wahr? Nicht wahr? Ja, trotzdem. Ich glaube, wir gewinnen diese Schlacht. Ich hoffe, dass wir diese Schlacht gewinnen. Aber es sieht bis jetzt sehr gut aus. Und, ich werde wahrscheinlich dieses Video heute mal etwas kürzer halten müssen. Das tut mir sehr leid, du. Das tut mir wirklich leid, aber... Man kann ja nicht alles im Leben haben, ne? Man kann nicht alles haben. Außerdem habe ich Schmerzen, du. Ich glaube, ich bin schwanger. Oh nein. Nee, aber heute mal leider keine 30 Minuten oder so, sondern einfach Standard ein bisschen was, ne? Tut mir leid. Dennoch versuche ich in den letzten Minuten nochmal irgendwas Produktives rauszuhauen, damit man wenigstens am Ende noch sagen kann, ja, es hat sich doch ein wenig gelohnt, ne? Es hat sich ein wenig gelohnt. Deswegen... Also an sich, jetzt nochmal eine kleine Info, also nicht die Info, die ich schon vor wenigen Minuten hoch in den Himmel geloben habe und gesagt habe, das ist die Wahrheit, das ist der Wahrheit, sondern etwas anderes. Und zwar natürlich geht das Ganze nur auf, wenn ihr mitmacht, ja? Logisch, oder? Ja, um was geht es genau? Also Freunde, Ich habe jetzt schon ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, dass ich ja eventuell, wenn sich die Gottheit erheben würde und auf das niedrige Volk blicken könnte
um denen eine Antwort zu geben auf ihr Anliegen, welches so wichtig ist, dass selbst Ziegen dafür geopfert werden mussten. Dann heißt es natürlich immer wieder, alles klar, Freunde, mach ich doch gerne, du. Mach ich doch gerne. Ja, um was geht's jetzt überhaupt? Klau ich mir die? Weißt du, Survival of the Fittest, würde ich sagen. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Ich habe in einem Kommentar jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass ich ja eventuell Challenges an sich machen könnte, ja. Also jetzt halt Tanky. Klar, definitiv, ne? Ich bin ja immer für neue Sachen offen, auch wenn es nicht mehr so neu ist, weil das habe ich ja schon mal gemacht. Aber natürlich kann man dies auch wieder zurückrufen und sagen, jo, na klar, warum nicht, ne? Kann man machen. Da hat man irgendwas so in dieser Art mal gehört, ne? Und das war an sich gut. Deswegen, also wer unbedingt irgendwelche lustigen Aufgaben hat oder so, der kann sie natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ein Hashtag oder so braucht man dafür echt nicht. Also wenn ihr irgendwas, wenn ihr eine wunderschöne Aufgabe kennt, die man machen könnte, die witzig wäre, ohne dabei das eigene Team zu behindern, ja, das muss man immer dazu sagen, ne? Freunde, das muss man immer dazu sagen, ohne das eigene Team dabei zu behindern, dann immer her damit, ja. Immer her damit. Deswegen, also sowas mit, ja, spiel doch mit verbundenen Augen oder so, oder hack dir bei jedem toten Finger ab. Eher weniger. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich schon Minusfinger. Dennoch, also wenn ihr irgendwelche Challenges habt oder so, dann her damit. Hashtag, ich bin der Gott. Machen wir nochmal eine Schlacht, ne? Ich habe jetzt meine Quest schon fertig, aber ich werde meine Kombination wechseln. Ich habe keine Lust mehr auf Freeze. Nehmen wir uns mal was anderes. Nehmen wir Smoky M1. Smoky Flow M1. Könnte lustig werden. Oder doch Isida M0. Oh, Twins M0. Damit werde ich auf jeden Fall die Schlacht rocken. Ah, Schaft M0. Meine Lieblingskombination. Schaft M0 und Wasp M1. Mit Grün. Und Hornet XT. Grün XT natürlich. Kostet 3 Millionen Kristalle. Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Genau. Nee, ich nehme einfach mal die Smoky mit rein. Machen wir jetzt mal was ganz anderes. Machen wir jetzt mal was ganz Verrücktes. Wir nehmen Smoky M1, Wasp M1, ja, M1-Kombis auf Oberstleutnant. Episch, ohne Spaß, das zeige ich euch. Ja, machen wir noch mal ein bisschen. Ja, Team Russland. Ne? Wenn man schon für sein Land ist, dann aber auch richtig. Und jetzt sind wir weiß, ja. Wir sind unschuldig. So, vielleicht schießen mich die Leute ja nicht ab, wenn ich weiß habe. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn sie jemals existiert hat. Ich glaube, das ist sowieso verloren. 2-1, seht ihr? Seht ihr? Deswegen gehe ich da nicht rein. Ne? Deswegen bin ich da nicht reingegangen. Ja, komm, gehen wir rein. Ne, wir helfen dir mal ein bisschen aus. Ihr werdet sehen, die Kombination ist episch. Epischer als episch, ja. Also ich erinnere da gerne an Heldentaten von mir. Da bin ich dann jedes Mal mit dieser Kombination rumgefahren und habe 10 Leute hintereinander eliminiert. Und da war das noch im Null. Und ich war Generalissimus. So war das damals. Eieieiei, gleich kriege ich auf die Fresse, ey. So war das damals bei uns. Aber seht ihr, du, ich verwirr den schon so krass, ne? Der kriegt sich mal hin, mich anzuschießen. Der trifft mich einfach nicht. Der trifft mich aus Prinzip nicht. Und ich treffe ihn auch nicht. Aber ich muss es ja auch nicht, ne? Ich bin viel zu gut, um ihn zu treffen. Kriegt das hin? Ja, oh, Alter. Ohne Spaß, seht ihr? Eine Flecke erobert und nicht einen Schuss abbekommen. Also wenn das nicht rekordverdächtig ist, ja, ist mir egal, ob du alleine bist, mein Freund. Ist mir egal, du. Ne? Guck mal. Zack, die zweite. Oh, jetzt haben wir ihm sogar noch einen Crit gegeben, ne? Jetzt haben wir ihm sogar noch einen Crit rein. Ey, der trifft mich einfach nicht. Ohne Spaß. Der trifft mich einfach nicht, ne? Jetzt haben wir gewonnen. Okay. Immerhin eine Fleck. Ey, fast die zweite Fleck nochmal geholt, ne? Respekt, ich habe doch gesagt, die Kombi ist episch. Epischer als episch. Ich sag's nochmal wieder, Smoky M1 und Wasp M1. Also vor allem, ja, wenn ihr die Chance habt, auf Generalissimus gegen Generalissimus zu spielen. Generalismen. Keine Ahnung. Generalissimen. Zu spielen. Dann immer M0 nehmen.
Vor allem Isida im Null, Mammut im Null und Grün. Ohne Spaß. Ihr werdet die Leute wegnutzen. Jeden Einzelnen. Vor allem in dem Sinne, macht das YouTube besser. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Tag. Ob auf dem großen oder kleinen. Mal gucken. Bla, bla, bla. Bla, bla. Rinjan. Ist ja klar.